Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar haben wir heute wieder ein Class Jaguar 930-980 von Ackermacker. Seine Version, die er zur Verfügung gestellt hat. Und zwar Informationen haben wir: 462 PS stufenloses Getriebe, er braucht 1350 Liter Diesel, 130 Liter AdBlue, Fahrtgeschwindigkeit 40 km/h, 20 Liter Tank fürs Liermittel, 13,8 Tonnen und wir haben die TM800 Reifen und TM900 Reifen. Wir haben hier diverse Möglichkeiten, die wir machen können, die schauen wir auch zusammen an. Und zwar haben wir die Reifenhersteller Trelleborg, Michelin, Continental, Mieters, BKT, Fredestein, Trelleborg, das war's. Dann haben wir Trelleborg Standard, Breitreifen, Michelin, Breitreifen, Continental geht nicht, Mieters, Breitreifen, BKT bleibt auch, Fredestein, Breitreifen und das war's. Jetzt könnt ihr Design ohne Warnstreifen. Ihr könnt sie mitnehmen in Gelb. In Rot. Ohne. Dann haben wir die Motorausführung 930 mit 462 PS. Den 940 mit 516. Den 950 mit 585. Den 960 mit 626, den 970 mit 775, den 89 mit 884. Entladerohr könnte auch normal oder langes, je nachdem wie ihr das möchtet. Wenn ihr diese größere Motorausführung habt, könnt ihr natürlich auch noch Moment. So, die Farben, die schauen wir uns einfach mal an. Könnt ihr komplett ändern, wie ihr das möchtet. Wie ihr seht, das geht. Dann könnt ihr natürlich, wie ihr auch seht, ich mach mal den Jaguar wieder ganz normal. So, die 40.000er Edition. Wenn ihr diese Warnstreifen habt, geht das nicht wirklich. Wie ihr seht, das ist ein bisschen durcheinander. Das sieht nicht schön aus. Also wenn ihr die nehmt, dann immer andere Farben. Einmal kurz andere Farben nehmen und dann einfach die 40er Edition. 40.000 Edition dazu wählen. So, jetzt habe ich's. Ich habe den jetzt schon mal gemietet. Da steht ja, wir gucken uns den einfach mal an. Da steht 40.000 Jaguar. Schön mit diesem Jaguar. Sieht cool aus. Ich feiere das. Ist leider selber nicht hin, aber das sieht echt gut aus. Ist zwar ein bisschen pixelig. Also so leichte Rundung oder sonst was, wie man das nennen möchte. Aber ansonsten ist es stark zu erkennen. Das passt. Die Lok ist fehlerfrei. Den Link packe ich euch in die Beschreibung. Der Bursche hat Instagram. Das werde ich euch auch verlinken. Könnt auch gerne mal vorbeischauen. Ja, das war die kleine Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und um keiner meiner weiteren Videos zu verpassen, auch gerne die Glocke aktivieren, die euch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.